Hallo und willkommen zu einer neuen Eventwoche und einem neuen Zeitrennen. Diese Woche ab Chilliard, auf Deutsch vielleicht Chilliard bergauf, ist weit einfacher wie Chilliard bergab. Dennoch ist es ein schweres Zeitrennen, deswegen habe ich mir jetzt die getunte Barty rausgeholt. Es ist möglich mit dem ungetunten, aber tut euch dies nicht an, es ist sau schwer. Also ich habe Restzeit von 3 Sekunden gehabt bei der ungetunten, aber es ist so schwer, wenn man ein bisschen Schwung verliert, bergauf zu fahren, dann hat man quasi schon verloren und deswegen habe ich jetzt die getunte Barty rausgepackt und mit der ist es locker möglich. Ansonsten empfehle ich die getunte Akuma, die ist ein Monster auf diesem, bei diesem Zeitrennen. Ansonsten Barty 801 getunt. Wie ich sie jetzt habe, Hakucho Drag, Shotaro bei den Vierradfahrzeugen. Ich habe es mit dem Vagrant versucht, mit dem ist es möglich. Ich werde es noch mit anderen versuchen. Sobald ich erfolgreiche Rennen absolviert habe mit den anderen Fahrzeugen, werde ich es auch hochladen. Ich würde sagen, wir fahren die Route ab. Ich fahre dieses Mal eine andere, nicht wie letztes Mal, und ich finde diese, die neue Route, die ich jetzt habe, ist es einfacher, sich einzuprägen wie die andere. Ja, wir fahren sie einfach ab, hier im Wheelie losfahren, auf die Gleise, dann gleich nach rechts, hier hoch und dann als Orientierung diese fette Tanne, die große Tanne nehmen. Und auf die zufahren, rechts an der vorbei. Das war ein Schwenker, den man verhindern muss. Und dann hier einfach den Berg hoch. Und hier, ich gehe jetzt nicht so weit voll, aber hier ist es wichtig, viel Schwung mitnehmen. Wenn man hier Schwung verliert, hat man verloren. Also den Schwung mitnehmen. Wenn man hier ungefähr auf diesem Wanderweg bei, ja, ich sag mal zwischen 40 und 44 oder schneller, also schneller wie 44 ankommt, ist man noch im grünen Bereich. Hier dann auch so gut wie möglich alles durchfahren, so wenig wie möglich springen. Wenn man diese Kurve verlassen hat, bei ungefähr 58, 59, ist man halbwegs schon im orangen Bereich, grünen Bereich. Hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr biegt jetzt hier sofort links ab, also hier hoch, und dann ins Ziel, oder langsam. Oder ihr fahrt hier, das ist viel Glück, auf den Busch zu und dann könnt ihr hier hoch durchfahren ins Ziel. Dann gibt es noch eine dritte Variante. Dafür braucht ihr definitiv ein getuntes Bike und müsst sehr viel Schwung haben, wenn ihr den Schwung hier nicht mitnehmt. Also es geht um diese Kurve hier jetzt. Stopp, langsam, langsam, langsam. Ja. Jetzt wäre ich zu weit unten. Hier müsst ihr wirklich verdammt viel Schwung haben. Wenn ihr diesen Schwung bekommt, dann könnt ihr hier geradeaus. Ich habe jetzt Schwung verloren. Hier hoch. Ja, jetzt bin ich abgelenkt gewesen. Auf jeden Fall, dieses ist auch möglich. Es ist eher mit der Hakucho Drag möglich. Mit der Hakucho Drag könnt ihr es auch hier mit dieser Route versuchen, weil die hat hier echt unendlich viel Schwung. Dann könnt ihr hier durchfahren und dann landet ihr hier. Ich würde sagen, wir starten das Zeitrennen. Ich denke, ja, wenn wir es beim ersten Mal schaffen, schaffen wir es. Ansonsten, ja, machen wir so lang, wie es möglich ist. So lang, bis wir es schaffen. Am Anfang vorne positionieren, aufpassen, dass kein Zug fährt. Wenn was, warten, bis der Zug weg ist und go. Hier manchmal warten bis abwarten, was heißt warten? Aufpassen, ja, das war jetzt Mist. Das war jetzt Mist. Starten wir gerade neu. Hätten wir durch, ja, das trotzdem.
Ja, jetzt kommt der Zug. Jetzt müssen wir auf den Zug warten. Wir warten, bis der Zug um ist. Müsste jetzt eigentlich soweit sein. Ach komm, ey, das ist doch. So, wir positionieren uns nach vorne und starten im Wheelie. Aufpassen auf den Baumstamm. Runter. Und dann gleich Wheelie setzen. Also das Ding ausrichten und dann hier so viel Schwung wie möglich nach oben mitnehmen. Könnt im Wheelie eigentlich schon korrigieren. Ungefähr die Spitze jetzt. Das war nicht gut genug. Also 39 Stopp. Hoppa. 50 ist auch mega top. Also absolut im grünen Bereich. Der Sprung war Mist. Ach komm, ey. Das ist doch ein Witz jetzt. Das. Los, Baumstamm. Aufpassen. Zug schon. Und gleich Willi. Das ist wichtig, das ist extrem wichtig. Wir müssen den ganzen Schwung mitnehmen. Hier brauchen wir so viel Schwung, das ist. Und wichtig, dass wir den Sprung am Ende nicht verlieren. Hier könnten ab und zu auch Wanderer unterwegs sein, also ob die auch aufpassen. Nein. Ey, das ist doch ein Witz. Ich verstehe das nicht. Baumstamm aufpassen. Baumstamm aufpassen. Hier dann die große Tanne anvisieren, richtig viel Schwung mitnehmen. Jetzt blendet die Sonne etwas. Hier ist auch wichtig, Schwung mitnehmen. Also Schwung ist hier ganz, ganz wichtig. Aber nicht zu viel Schwung jetzt, sonst springen wir über. Wenn wir hier rüber springen, ist auch noch okay. Ziel 138, das hat jetzt fucking lang gedauert. Ja, wir haben es geschafft. Getunte Barty. Selbst mit der getunten Barty ist es nicht auf Anhieb zu schaffen.
Ja, die eine Zeit wäre wahrscheinlich mega Hammer gewesen, wenn wir das geschafft hätten. Das war jetzt trotzdem gute Zeit. Wir sehen uns gleich beim RC Bandito Zeitrennen. Ich hoffe, da wird es nicht so lange gehen wie jetzt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like, ein Abo und viel Glück, viel Spaß. Ciao.